Also was relativ selten passiert, dass der Wiener Staat, der kleine Wiener Staatsstreicher, jemanden trifft, der noch goscherter ist als er. Bitte, ich bin nicht goschert, ich bin Thomas, eloquent. Das ist eine gute Umschreibung. Wie kommt man zum Job als Burgvogt zu Ruhenau? Es begab sich vor, vor 2000 Jahren. Nein, so lange ist es nicht, aber 20, 22 Jahre irgendwie um den Dreh herum hat mein Cousin mal einen Mittelaltermarkt gemacht. Und da ich aus der Live-Rollenspielszene komme, also aus dem Laienschauspiel auch, hat er zu mir gesagt, na, komm und zieh dich dein Kostüm an, weil ich eins hatte und mach dort was, so wie es ausschaut. Da schleicht sich gerade einer noch an, komm in unsere Mitte. Servus, warum muss jetzt der ANV noch drauf? Na, weil er gerade gekommen ist und der schaut dann ja wirklich gut aus. Er schaut ja wirklich gut aus. Ja, da immer ausreden, oder? Arnulf, ja. Das Schandmaul. Das ist einmal ein sensationeller Name, ja. Den gibt es fast heute nicht mehr. Richtig, aber ich heiße so. Ja, das haben wir fast gedacht. Seit meiner Geburt. Ja, also wie er auf die Welt gekommen ist, hat er schon so ausgeschaut. Und dann haben die Eltern gesagt, der kann nur Marktmusiker werden. Genau, ja. Arnulf, du bist jetzt Musiker und ich habe dich ja schon bildlich und tonmäßig eingefangen. Er hat ein gutes Mundwerk, ich sowieso, du auch. Ich fürchte wie fast. Wie heißt ihr? Wir sind die Schandgesellen und mein Name ist Sie Arnulf. Sind die Schandgesellen. Ja, genau, wir. Ja, wir sind ja zu dritt. Ich alleine bin ja nicht die Gestandgesellen. Aber ich gehöre nicht dazu. Ich ja. auch nicht. Also diese Seite vom Bild in Gelb und anderen Farben, die nicht mehr da sind. Ja. Aber wir sind Gestandgesellen, sind zu dritt und wir machen Bahö. Musik. Spielleute sind Leute, die in der Regel von Musik keine Ahnung haben, sie aber trotzdem machen. Also bei mir ist zum Beispiel so, hier ist alles handgenäht und... Ja, was halt von deiner Hand? Nein, von der Hand meiner Frau. Ja. Nein, aber ich bin ihr Lieben, ich bin froh, dass es Leute wie euch gibt. Ja, wir sind ja auch froh, die bereit sind, das Mittelalter zu vertreten und den Leuten noch nahe zu bringen. Das ist nicht so, dass alle Leute und vor allem alle Familien, die kommen, sondern Spaß haben. Also das ist natürlich immer ein bisschen eine Belehrung dabei, ein bisschen ein Lehrauftrag, aber in erster Linie geht es darum, dass die Leute hier kurzweil haben, Spaß haben und gute, solide Unterhaltung geboten kriegen. Kleiner Stadtstreicher mit Maus. Weit. Mäuse jonglieren könnte man das nennen. Soeben gelernt, diese neue Zirkuskunst. Mit einer Maus und zwei Händen. Eine Maus mit zwei Händen, ja. Da zwei Mäuse mit einer Hand. Und 1, 2, 3, ja! Mount Everest ist nichts dagegen. Das ist ja unfair. Nimm und merkst dir deine Kammer. Ja, schau, was du da kommst. Ja. Ich setze meine auf die Familie. Ja, die zweite? Ja, Familie ist immer gut. Such der Kammer aus, setz rein, mach dein Spiel. So, das ist Bandit. Eine ausgebildete Glücksmaus. Das heißt, Rien va plus. Möge die Maus mit euch sein. Da, wo alle vier Pfoten drinnen sind, dort geht's. So, mittlerweile ist Bandit fast schon entschlossen herauszukommen. Ja, es wird Abenteuer. Vier und Pfoten er drinnen. Landet in Abenteuer. Da, schlag ein, such dir was aus von der Seite. Eine ganz feste Faust machen. Und jetzt, Milian, stellst du dir ganz fest vor, dass da die Münze drinnen ist. Hast du das Bild im Kopf? Solides, festes Metall? Ja, stellst du das vor? Sehr gut, dann nimmst du das so und haust das so da rein. Dankeschön, das sehr, was das war. Aber viel Applaus für Milian, bitte! Wollen wir weitermachen? Ball Nummer 3 kommt genauso wieder wohin? In die Hand, einmal oben drauf klopfen, einmal unten drauf klopfen und der Ball ist verschwunden! Nein! Was haben wir vergessen? Pusten! Ja, ich müsste mich entschuldigen, ich stehe mitten in der Sonne. Ach, du bist schon so fleißig und engagiert. Einmal drauf pusten, wunderbar. Der dritte Ball ist aber generell immer ein bisschen widerspenstig. Der braucht immer so eine kleine Extra-Behandlung mit dem Zauberstab. Einfach einmal so den Zauberstab durchquintieren, dann wird der Ball auch ganz weich, ganz klein und verschwindet. Aber die Bälle können natürlich nicht wirklich verschwinden, das geht ja gar nicht. Die Bälle springen immer wieder zurück unter die Becher. Bitteschön! Zählen wir gemeinsam bis drei, oder? Bis drei schaffen wir? Müssen wir einen Probedurchgang machen? Nein, oder? Bis drei geht sich aus, auch wenn wir im Mittelalter sind.
Also, nein. Ihr wisst, was, wie es geht. Erstens lauter, zweitens alle. Achtung! Eins, zwei, drei! Ich mach einmal Schnäbelgeschnapp und man glaubt es kaum, ich habe aus einem Seil zwei Seile gemacht. Bitteschön! Das ist sehr nett, ja, danke schön. Das war aber kein Applaus, das war Mitleid. Applaus hört sich anders an. Nein. Scherz beiseite, das Rätsel geht natürlich weiter. Um aus zwei Seilen wieder eines zu machen, brauche ich was? Falsch, einen Knopf! Jetzt sind wir wieder da, wo wir mit dem Seil und mit der Schnur waren, aber lasst euch was sagen, Knopf ist ein Blödsinn, den Knopf hat man auf der Hose. Hat mich eine Schneiderin belehrt. Was machen, wenn man das Seil nicht mit der Hupfe hat? Alles verstanden? Wird noch abgeprüft. Nein, Blödsinn. Und nur weil ihr jetzt noch hier so zahlreich erschienen seid, werde ich extra für euch diesen Knoten nicht nur einmal, sondern sage und schreibe zweimal kaschieren. Schöner machen auf gut Deutsch. Und jetzt kommt wirklich die Sensation. Einmal da draufblasen. Auf den Knoten. Sehr gut. Wie die Luisa nämlich drauf gepustet hat, ist was passiert. Ein Zauberer verratet normalerweise nie, was als nächstes kommt. Bei mir erfahrt ihr alles. Wie die Luisa drauf gepustet hat, ist der Knoten weich geworden. Und wenn der weich wird, dann kann man was machen damit. Man kann den verschieben. Blas drauf sich jetzt aber noch einmal. Jetzt festhalten. Verschieben von hier nach hier. Gesehen? Lass mir aus. Applaus für die Luisa natürlich. Wenn ich den Knoten von unten nach oben verschieben habe können, dann kann ich den auch wieder. Nach unten. Richtig, Luisa. Von oben nach unten verschieben. Und dort wird er dann ganz weich, ganz klein und verschwindet. Und wir haben wieder ein Seil. Jetzt aber, oder? Ich erkläre dir und euch jetzt den Trick in 10 einfachen Schritten. Ganz langsam, ganz entspannt zum Mitschreiben. Bist du bereit? Ja, sehr gut. Los geht's los. Los. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gesehen? Kannst die Hände wieder runternehmen. Von hier nach hier. Jetzt weißt du, wie es funktioniert, Christina. Sag ja. Sag ja. Ja, wunderbar. Sehr gut. Gib mir die Rechte, bitte. Fest zumachen. Hochhalten. Fest. Hochhalten. Wenn ich jetzt nämlich einmal kurz schnipp und mit meinem Finger einmal da drüber gehe und du einmal kurz pustest, wird mein Ball ganz weich, ganz klein und verschwindet. Du hast einen Ball noch, Christina? Ja? Mach einmal die Hand auf. Ausgezeichnet. Einen Applaus für die Christina, bitte. Tust du immer das, was deine Lehrer dir sagen? Nein. Glaubst du, wirst du zu Weihnachten viele Geschenke bekommen? Nein. Jetzt weißt du, warum. Nein, ist gemein. Gut. Wenn du jetzt nur die Wahrheit gesagt hast und nichts als die Wahrheit, hau ich bei drei da drauf und dir kann nichts passieren. Wenn du jetzt nur die Wahrheit gesagt hast, hau ich bei drei da drauf und dir kann nichts passieren. Okay. Was? Sehr. Bist du bereit? Ja. Was? Ja. Also nein. Ja. Mach doch nichts draus, da fällt jeder rein. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Nicht einmal gezwinkert, ein Wahnsinn, Lisa. Ich bin beeindruckt, sogar die starken Ritter hinter zwinkern mir immer zu. Weißt du nicht, wie sie es meinen? Nein, weil es jetzt wirklich der letzte Kunststück ist. Erst einmal müssen wir uns noch einmal absichern. Nimm mal die andere Hand, so, ja, und halt einmal den Finger fest. So, das müssen wir wieder suchen, das ist wieder ungut, das ist ja, das dauert immer zu lange. So, weil es jetzt wirklich das letzte Kunststück ist, zählen wir alle gemeinsam bis drei, oder? Bis drei schaffen wir auch, wenn wir im Mittelalter sind. Ja, wisst ihr, erstens lauter, zweitens alle. Achtung! Eins, zwei, drei! So bleiben. Festhalten, falls er runterfällt. Einmal hochhalten, dann kriegst du automatisch einen. Einmal oben, einmal unten. Genau. Darf nicht verraten, was das nächste kommt. Es ist nicht kalt. Darf ich nicht? Ausgezeichnet. 1, 2, 3, hau frei, meine Damen und Herren.
dass ihr da wart im Namen des Forum Antiquums. Tja, und somit verabschiedet sich euer kleiner Stadtstreicher von der Burg Liechtenstein und vom dortigen Mittelaltertreiben. Hey, Hilfe! Kann mir hier irgendwer aus dieser Blechdose raushelfen?